das ist nicht irgendwie Arbeiteressen und das ist kein Schickimicki-Essen. Das essen wirklich vom Obdachlosen bis zum Präsidenten alle. Ein Leben ohne Currywurst gibt es vielleicht, aber es wäre in unserem Fall wenig sinnvoll. Für mich ist die Currywurst, die Berliner Currywurst, die schönste Schweinerei auf der Welt. Die Leute essen wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit Currywurst. Wir machen morgens um 8 Uhr auf, schließen nachts um 5 Uhr. Das heißt, wir haben 21 Stunden am Tag geöffnet. Hi, ich bin Laszlo Vujinovic, Filialleiter bei Curry 36 am Mehringdamm in Kreuzberg, Berlin. Also in Berlin gibt es Currywurst eigentlich oder ursprünglich nur aus Schweinefleisch. Es gibt mittlerweile verschiedene andere Variationen. Wir bieten tatsächlich nur Currywurst aus Schweinefleisch an oder alternativ vegane Currywurst. Wir verwenden für unsere Currywurst ausschließlich die Schweine von unserem eigenen Hof, die echt Havelländer Apfelschweine, bieten unseren Tieren ein deutliches Plus an Auslauf und auch mehr Zeit zum Wachsen. Mein Name ist Stefan Koch, ich bin Produktionsleiter der Hoffleischerei Farm Katerborn. Wir haben einen Teil Bauchfleisch, wir haben einen Teil Schulterfleisch, einen Teil Speck. Dazu gesellt sich dann noch ein Teil Wasser in Form von Eis, was man auch zur Kühlung braucht. Zusätzlich kommen dann natürlich noch Gewürze, Salz, Pfeffer, Muskat und vielleicht noch die persönliche Note mit dazu. Weiter geht es dann mit dem Füllen. Da wird die Currywurst dann entweder in einen Darm gespritzt oder halt wie früher in ein Wasserbecken. Und wenn das geschehen ist, dann wird sie schon gebrüht. Also am weitesten auch bundesweit verbreitet ist die Currywurst mit Darm. Das ist ein Feinbrät, was ähnlich einer Bockwurst dann im Schweinedarm gebrüht wird und auch geräuchert wird. Und der Berliner Klassiker traditionell ist die Spandauer ohne Pelle, also die Currywurst ohne Darm. Diese wurde früher immer einfach direkt in heißes Kesselwasser eingesprüht. Dadurch hat sich eine Außenhaut gebildet und die Wurst hat ihre Form behalten. Mittlerweile, auch aus hygienischen Gründen, produzieren wir das im Schäldarm. Das heißt, die Wurst wird in einen Kunstdarm gespritzt und dann gebrüht und nach dem Brühen wieder aus dem Schäldarm rausgenommen. Ich sag mal, die DDR ist mit Curry ohne Darm groß geworden. Und die bleiben dieser Variante auch heute noch treu. Mein Name ist Dagmar Konopke. Wir stehen hier vor unserem Unternehmen Konopkes Imbiss, was ich bereits in der dritten Generation hier führe. Es ist so, dass meine Großeltern mit meinen Eltern 1960 in Ostberlin die Currywurst ohne Darm eingeführt haben. In Westberlin gab es damals schon Currywurst mit Darm. Und mein Opa war immer daran interessiert, neue Produkte zu haben. Und da kam man auf die Idee, Currywurst in Ostberlin einzuführen. Aufgrund der Darmknappheit wurde es dann Curry ohne Darm, für die wir heute noch bekannt und berühmt sind. Ich mag sowohl Currywurst mit als auch ohne Darm. Und die Currywurst mit Darm muss schön kross sein, aber nicht zu trocken. Die Currywurst ohne Darm muss immer noch sehr saftig sein, aber von außen schon schön angebraten, goldgelb. Die Würste werden bei uns leicht unterschiedlich zubereitet. Für die Currywürste mit Darm verwenden wir ein bisschen mehr Hitze, 150, 160 Grad. Auf dem Bräter sind in der Regel so ca. 3 bis 5 mm Öl. Das heißt, die Wurst schwimmt schon in reichlich Öl, sag ich mal. Die Currywurst ohne Darm wird mit etwas weniger Temperatur zubereitet, weil man nicht möchte, dass die Wurst so fest wird von außen. Die ist halt einfach ein bisschen fluffiger, ein bisschen saftiger. Das ist in der Regel so bei 130, 140 Grad mit etwas weniger Öl.
Unser Soßenrezept ist nach wie vor geheim und das wird auch nicht verraten. Das existiert nur in unseren Köpfen. Also das Geheimnis an unserer Soße ist, es gibt ehrlich gesagt kein Geheimnis. Unsere Soße ist Tomatenketchup und er besteht aus 87% Tomaten, ein bisschen Zucker, ein bisschen Essig, ein bisschen Gewürze, das war's. Jeder Imbiss versucht da auch ein bisschen individuell zu sein und seine eigene Soße zu propagieren. Dementsprechend ist es einfach so, das, was derjenige für gut hält, macht er halt auch. Ob da irgendwie Mangopüree drin ist oder Apfelmus oder Worcestersoße oder Sojasauce, ist letztendlich egal, solange es am Ende dem Gast schmeckt. Wenn jemand nicht sehr gerne sehr scharf isst, dann wird er nicht sehr gerne sehr scharfe Currywurst essen. Deswegen gibt es bei uns alle Abstufungen von mein Kind mag nur Ketchup bis bitte bring mich um. Meiner Meinung nach grundsätzlich wichtig, nicht zu wenig Soße drauf zu machen und auch die Wurst nicht in der Soße zu ertränken. Bei uns sind einfach beide Produkte der Geschmacksträger. Das heißt, wenn man zu viel Soße drauf macht, schmeckt man am Ende nur das Tomatenketchup, das Fruchtige. Wenn man zu wenig Soße drauf macht, dann schmeckt man bei der Wurst mit Darm vor allen Dingen das rauchige, fleischige der Wurst. Die mit Abstand beliebteste Beilage sind auf jeden Fall Pommes. Egal, ob die Leute eine oder zwei Currywürste essen, Currywurst, Pommes, Mayo. Das ist wirklich Abstand die Nummer eins. Wenn die Leute nicht so viel Hunger haben, essen sie auch gerne mal ein Brötchen dazu. Also es ist nicht so, dass wir die typische Berliner Currywurst machen oder jemand anders die typische Berliner Currywurst macht, sondern jeder macht das, womit er Erfolg hat. Die Pommes, Ketchup, Mayo. Es gibt auch Currywurst, die mit Blattgold angerichtet wird. Es gibt wirklich jeden Scheiß. Also everything goes. Hi everyone, I'm Boom Carlos, a producer of Food Secrets. And if you want to watch more videos like this, click right here and make sure to subscribe to our channel right here.